Hallo, in diesem Video zum Arbeitsblatt Quadratische Funktionen besprechen wir das Fenster Funktionsgraph Scheitelpunktform. Wir werden also lernen, wie wir ausgehend vom Funktionsgraphen einer quadratischen Funktion die dazugehörige Funktionsgleichung in der Scheitelpunktform ermitteln können. Dafür sollten wir uns erinnern, wie die Scheitelpunktform ausgesehen hat. Schreibt am besten jetzt die Funktionsgleichung allgemein auf. Falls euch das schwer gefallen ist, springt zurück zum Video Scheitelpunktform und hört es euch nochmal an, dann geht's hier weiter. Die Aufgabe lautet, der Scheitelpunkt S und der Punkt P rechts am Graphen der quadratischen Funktion f haben ganzzahlige Koordinaten. Ermittle die Funktionsgleichung von f in Scheitelpunktform. Wir schreiben uns die Funktionsgleichung also allgemein auf und wir kennen die Punkte S und p. Den Punkt s können wir direkt in die Funktionsgleichung einsetzen. Den x-Wert anstatt dem xs, was dem x-Wert des Scheitelpunktes entspricht, und minus 4 an die Stelle von ys. Den Punkt p setzen wir ebenfalls in die Gleichung ein, 0 für das x und minus 2 für das f von x. Durch Umformungen erhalten wir a ist gleich 0,5. Und somit können wir die Scheitelpunktform, die vollständige ermittelte Funktionsgleichung, anschreiben. F von x ist gleich 0,5 mal x plus 2 in Klammer hoch 2 minus 4. Dann üben wir gleich weiter hier 4 weitere Funktionen, bei denen ihr jeweils die dazugehörige Funktionsgleichung in Scheitelpunktform finden sollt. Und zum Schluss noch die Lösungen, die könnt ihr jetzt bestimmt ganz leicht zuordnen. Wir sehen uns im nächsten Video.